Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, das ist jetzt ein sehr kurzes Video wahrscheinlich, weil es ist jetzt schon spät abends und dieses Video kommt jetzt auch gleich noch. Und ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr so für was Langes. Theoretisch könnte ich auch Minigames spielen, aber nein. Ja, das ist jetzt nur ein kleines Update zum V5, was ihr jetzt hier auch schon schön seht. Und zwar die Kanone, die ja F1, die ja da, ja, es lag gerade ein bisschen. Also da und da eingebaut war, ja. Ja, das, die hat halt jemand gehört, der hat mich angeschrieben. Und ich kann ja auch mal seinen Link in die Beschreibung packen, der hat nämlich auch YouTube, ja. Und ja, der hat halt gesagt, hier, ich sollte bitte rausmachen, soll bis dahin das Video sperren, also das Originalvideo vom V5. Deswegen gibt es es auch bis jetzt gerade nicht zu gucken. Also ihr könnt dann gleich wieder gucken, ich mach's dann wieder auf. Und ja, also er hat gesagt, ich soll das halt ändern. Und da habe ich mich mal rangesetzt und habe mal, werde ich jetzt mal kurz meine Render-Distance wieder runterstellen, weil es einfach nur laggt. Danke, das reicht vollkommen aus, um das zu machen, Beispiel. Also hier V5 halt. Und man sieht ja jetzt schon, es ist hier jetzt so ein Viererlauf und ganz viele Shots. Und zwar habe ich, also das ist die Kanone von ihm. Steht hier noch rum. Ich werde sie auch wegmachen, wenn er das will. Obwohl ich sie natürlich eh nicht benutzen werde. Also ich habe mich hier so angeguckt. Stich, schön. Und bin dann halt hier hoch, also nicht hier hin, aber bei halben Schüler auf dem Grundstück habe ich dann eben eine selber Stich gebaut. Und das ist also selber eine Stich gebaut und das ist dann die, und da hat sich Steam geöffnet, weg. Ja, das ist dann halt die Stich und da ist noch was anderes auf. Ah ne, das gibt Hesia. Okay, ja, habe ich ja halt die Stich entwickelt, die ist ein bisschen kompakter als seine und hat sogar genauso viele Treib und genauso viele Treib- und Projektile, genau. Und ist sogar genau gleich aufgebaut, also hinten 3 halt und hier halt so, aber da ist eben wieder Pissnextender und so Scheiß. Und zwar sieht man jetzt hier schon da Pistons, und zwar kann ich es mal kurz demonstrieren. Man belädt jetzt hier, also kann ich auch mal kurz zeigen. So, beladen halt. Also ist jetzt eine Stich halt. Und es ist auch die erste Stich, die bei mir keine Projektierzündung hat. Weil das war zu schwer mit dem Verkabeln alles. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob seine Projektierzündung hat, aber so, auf jeden Fall ist es eine 32er. Man belädt halt so, zuerst unten, dann oben. Und dann, wenn man hier zurückgeht, kann man, belädt man noch da so. Also da ist ein Schilder dazwischen, damit da nichts hinkommt. Und wenn ich jetzt den Knopf drücke, fahren hier so Gitter davor und das geht auf, damit das nicht hängen bleibt alles. Vorne ist es jetzt ein Bug gewesen, das ist ein Lufthang. Aber sonst, also die Kanone funktioniert und hat auch eine super minimale Hochjagd. Wahrscheinlichkeit, genau. Also die Kanone wird so eigentlich fast 100% funktionieren. Ich kann jetzt mal von innen zeigen, also hier halt wird alles gezündet. Dann geht halt hier jetzt gleich hier auf und es liegt halt raus und geht wieder zu. Und es funktioniert auch, also ich habe es ja komplett getestet und ich habe jetzt die Kanone. Oh, jetzt hänge ich hier drin. Ja, jetzt habe ich die halt die Kanone hier auch eingebaut im V5. Habe es auch noch geupdatet, die Schematik und so. Also der Untergang ging ja zuerst hier gerade und jetzt geht man halt hier so ein bisschen um die Kurve, läuft runter und ist man halt hier jetzt bei der Schmelte, ja, bei der Kanone halt. Es lag gerade wieder brutalst. Auf der anderen Seite ist natürlich genau dieselbe Kanone. Die muss man ja nicht irgendwie spiegeln, die ist ja genau identisch aufgebaut auf beiden Seiten. Ist, funktioniert auch, also funktioniert. Kurze Erläuterung, warum hier Gitter sind und hier diese Dinger. Also die sind natürlich auch wieder dem praktischen Sinne nach empfunden, dass wenn man reinfällt, sie halt aufmachen kann und wieder rausschwimmen kann. Ja, so, es geht ja, man kann ja hier hoch, macht die Dinger, ja, er macht jetzt eins auf, zum Beispiel jetzt das hier, geht rein und so ist oben. Ja, es hat aber auch noch einen anderen Nutzen, und zwar, wenn das jetzt Blöcke wären, zum Beispiel jetzt TNT oder, naja, TNT ist dumm, dann sagen wir einfach mal Endzone, auch normal Endzone ist hier, oder auch Slabs, Slabs würden auch gehen, also als Ersatz könnte man die nehmen, würde aber nicht so praktisch sein. Weil dann würde dieses TNT, was hier und hier ist, würde sozusagen auf den Slabs hier drauf landen und würde dann sozusagen explodieren, weil die Gitter sind ja nur so, wenn die dann vorgefahren sind, halt nur so dünn, wie sie jetzt hier so sind. Und dann ist das eben kein Block und dann fallen die halt da dann drauf und explodieren dann halt da drauf und nicht im Wasser und das ist dumm. Das heißt kaputt und so. So. Jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, hier, mach doch da einfach so hin. Blöcke halt.
Aber wenn ich das jetzt so mache, bleiben oben die TNT, die hier oben sind. Beim Runterfallen werden die dann hiervon zerquetscht sozusagen und bleiben dann auch drinnen hängen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist einfach so. Deswegen geht das auch nicht. Deswegen ist es halt jetzt so. Und damit man halt alles befüllen kann und auch die volle Durchschlagskraft hat. Die Kanone macht mit einem Schuss einen Blockschaden von rund 29 Blöcken in Endstone. Habe ich getestet, also recht gut eigentlich. Die beste Stich, die ich bis jetzt habe. Und dafür hat sie keine Projektilzündung, also schon ganz schön. Das Dumme ist aber auch, man kann kein Delay verstellen oder so. Also man kann nicht irgendwie einen Sprengkopf reinhauen, weil man könnte zwar hier oben die verstellen, die hier. Aber das wäre dann ja auch nur die letzte Reihe. Und das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung. Also auf jeden Fall eigentlich sollte man nichts dran verstellen. Ich hoffe, ihr werdet das auch alle respektieren und so, dass er eben was gesagt hat dazu. Und nicht jetzt sagt, ey, komm, lass ihn doch mit seiner Kanone und so. Aber, Klippe versteht er schon. Ja, die Kanone hängt jetzt da zwar ein bisschen drin, aber das ist nicht schlimm. Da ist ein Block, den kann ich wegmachen. Also die Kanone funktioniert auf jeden Fall. Und hat auch mehr Schutz als seine. Ja. So viel halt dazu und ja, das wollte ich jetzt nochmal kurz gesagt haben, weil er wollte, dass ich das nochmal mache und so. Deswegen ist es jetzt halt hier so. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet. Mit einem Daumen nach oben natürlich. Weil Daumen nach unten sind nicht die schönen Sachen des Lebens. Und ja,